Michel Zünd, erster Lauf, zweiter Platz, zweiter Lauf, zweiter Platz. Bist du zufrieden mit dem heutigen Tag? Ja, ich bin definitiv zufrieden mit dem heutigen Tag. Ich denke, der zweite Platz ist der, der eigentlich mein Ziel ist. Und natürlich nehme ich auch den dritten Platz, aber grundsätzlich schaffe ich auf den zweiten Platz her und darum bin ich sehr zufrieden mit dem heutigen Tag. Ja. Der zweite Platz im zweiten Lauf hast du noch richtig verdienen. Wie war es? Ja, der zweite Lauf nicht so einen guten Start gehabt. Oder nicht so gut, irgendwie Platz 7 oder 6, so irgendwas. Aber schnell können überholen und eigentlich schnell an der zweiten Track sein. Wir haben ziemlich die ähnliche Linie gehabt, was nicht einfach gemacht hat, zum Überholen. Aber ja, manchmal schleichen sich bei den vorderen Fehler ein und dann muss man die Chance nutzen, um vorbeifahren. Ja. Wie ist dir die Strecke heute gelegen? Ich habe sie sehr anspruchsvoll gefunden, vor allem mit den schrägen Löchern und abhängend. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass eigentlich da genau da ist, wo ich cool finde, wenn wir Rillen haben, wenn wir Löcher haben, wenn wir ein paar schwierige Passagen drin haben und dementsprechend auch Stress. Heute super Wetter, sehr viele Zuschauer. Wie hast du es gefunden heute? Ja, es ist wirklich ein Wahnsinn, um zu sehen, wie viele Leute hier auf Schlatt gekommen sind. Und es ist immer sehr motivierend für den Sportler, wenn man sagt, dass so viele Leute kommen und zuschauen. Und demher danke vielmals für das Rennen an den Veranstalter. Das heutige Highlight. Nächste Woche folgt nochmal ein Highlight. Oberried. Freust du dich? Ja, definitiv. Es ist 5 Minuten von meinem Daheim weg. Und dementsprechend weiß ich, dass viele Leute würden schauen würden, die mich kennen. Und ja, ich bin sehr motiviert für Oberried. Ja. Perfekt. Nochmal herzliche Gratulation und genieß den Abend noch. Danke vielmals.